Herr Gerst, ich habe diese Pressemitteilung gesehen, lese hier TÜV Süd, Doppelpunkt, Patina-Diskussion führt Katar von Turin ad absurdum. Ich war etwas überrascht und habe auch nicht ganz verstanden, was hinter dieser Überschrift steckt. Das verstehe ich sehr gut, weil offensichtlich mit dieser Überschrift eine komplette Fehlinterpretation stattfinden kann. Es ist wohl sehr, sehr unglücklich gewählt worden und aus diesem Grund möchte ich gerne zwei, drei Sätze dazu sagen. Im nachfolgenden Text steht ganz deutlich, dass TÜV Süd hinter der Charta von Turin steht. Wir sind mit den Gestaltern dieser Charta ständig in Kontakt und haben auch sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Das heißt, es gibt da kaum Reibungspunkte, es gibt sehr viel Übereinstimmung. Wir sind positiv gegenüber dieser Charta eingestellt und freuen uns, dass die so entstanden ist, weil die Charta von Turin der gesamten Oldtimer-Szene einen guten Dienst erwiesen hat und noch erweisen wird. Wir haben jetzt hier angeführt Patina-Diskussion. Ja. Ich glaube, viele Leute missverstehen eigentlich auch den Gedanken der Charta von Turin. Sie haben da so einen schönen Ausdruck. Patina ist gleich. Es gibt Menschen, die wollen die Charta von Turin auch ein bisschen als Brechstange verstanden wissen, nach dem Motto, ich habe ein vergammeltes Auto und das ist jetzt Patina und das müssen Sie so akzeptieren. Ganz so ist es natürlich nicht gedacht. Wir respektieren Patina. Wir sind ja auch alle keine 20 mehr und auch nicht mehr ganz jung. Und deshalb denke ich, dass man gewisse Abstriche natürlich, also gewissen Verschleiß, auch gewisses Altern von Lack, von Chrom, selbstverständlich akzeptiert. Da haben wir auch gar kein Problem damit. Nur wenn eine völlig vergammelte Rostbeule aus der Scheune gezogen wird und das als Patina verkauft wird, da muss ich sagen, da habe ich meine Probleme damit. Schlicht und ergreifend. Ja. Es ist ja auch so, dass der Gesetzgeber mit sehr wachem Auge über die Oldtimer-Szene drüber schaut und ich auch befürchte, dass vielleicht mit zu stark patinierten Fahrzeugen oder eben auch stark verrosteten Fahrzeugen nachher genau das Gegenteil dessen erreicht wird, was die Charta, was wir als Überwacher, was wir als TÜV Süd auch erreichen wollen. Nämlich, dass die Menschen, die ein ordentliches Fahrzeug haben, auch selbstverständliche H-Kennzeichen bekommen. Wir wollen, wie gesagt, mit den Machern von der Charta von Turin Schulterschluss machen und in die gleiche Richtung marschieren. Doch was ist Patina? Wo liegt die Grenze zwischen Verfall und Originalität? Wir sind jetzt heute hier zusammengekommen für die kleine Diskussionsrunde oder die kleine Einführungsrunde zur Charta von Turin. Ich habe jetzt hier ganz kurz nur zur Info. Also zuerst hatten wir die Charta von Venedig von 1964, die sich dem Erhalt von Denkmälern und Bauwerken widmet. Anschließend 2005 die Charta von Barcelona zum Erhalt von Wasserfahrzeugen. Und 2003 also die Charta zum Erhalt der Schienenfahrzeuge. Und jetzt haben wir die Charta von Turin, die jetzt aktuell letztes Jahr quasi abgesegnet wurde, zum Zustandserhalt von Kraftfahrzeugen. Was bedeutet eigentlich diese Charta? Ich habe hierzu folgende Experten, einmal Mario De Rosa und einmal den Herrn Thoma vom ADAC. Ich bin erster Vorsitzender der Initiative Kulturgut Mobilität. Ich habe gemeinsam mit der Kulturkommission der FIVA die Charta von Turin mit entwickelt, mit erarbeitet. Und die Charta wurde vorletztes Jahr in München bei der Generalversammlung der FIVA verabschiedet. Die Delegierten haben die Charta angenommen und ja, ich freue mich jetzt drauf, darüber ein bisschen zu diskutieren. Ja, mein Name ist Jochen Thoma. Ich bin seit 2009 beim ADAC im Bereich Klassik Interessenvertretung tätig. Bin zuständig für die FIFA ID-Cards für Deutschland. ADAC ist ja der deutsche Vertreter der FIFA und bin seit vorigem Herbst auch Mitglied der Kulturkommission der FIFA. Ganz kurz zum Verständnis, weil das Wort jetzt öfters gefallen ist, FIFA, was ist die FIFA? Ja gut, die FIFA ist der Weltverband der nationalen Oldtimer-Clubs. Da sind die nationalen Vertretungen der Oldtimer-Verbände, der Oldtimer-Vereine unter einem Dach vereint und die FIFA versucht,
international den Einfluss zu nehmen auf die einzelnen Länder, auf die einzelnen Nationen, die sie vertritt. Jetzt, wie gesagt, haben wir ja die Charta von Turin. Was ist der Grundgedanke der Charta von Turin? Also der Grundgedanke der Charta von Turin ist folgender. Man versucht hier eine gewisse Restaurierungsethik oder gewisse Leitlinien im Umgang mit historischen Fahrzeugen den Leuten an die Hand zu geben. Einfach sich Gedanken darüber zu machen, wenn sie ein historisches Fahrzeug entweder erwerben oder vielleicht das eigene Fahrzeug, wenn es in die Jahre kommt, auch nochmal aufzuarbeiten. Einfach vielleicht einen anderen Blickwinkel anzuwenden, wie man ihn bisher hatte. Bisher war ja die Szene ganz stark darauf ausgerichtet, Fahrzeuge besser als neu wieder zu restaurieren, damit sie im Glanze vielleicht ehemaliger Zeiten wieder erstrahlen. Davon ist man jetzt abgekommen oder man kommt immer mehr davon ab. Und um dieses Spannungsfeld ein wenig auch transparenter zu machen, hat man gesagt, man erarbeitet eben diese Leitlinien im Umgang mit historischen Fahrzeugen. Überdies soll es ja nicht nur den Umgang mit diesen Fahrzeugen regeln, sondern es soll ja auch Türen öffnen in Richtung Anerkennung international als historisches Kulturgut, sodass man auch irgendwann eine einheitliche Sprache hat, mit der man auch zu vielleicht politischen Entscheidungsträgern hingehen kann und ihnen so erklären, was ist überhaupt ein Oldtimer? Was versteht die FIWA unter einem Oldtimer? Und damit können wir mit der Charta sicherlich auch Türen öffnen. Jetzt soll ja die Charta von Turin auch in einer gewissen Art und Weise, wie Sie schon gesagt haben, ein Leitfaden sein für den Oldtimer-Besitzer oder auch für den Restaurator oder den privaten Besitzer, der sein Auto restaurieren will. Ganz extreme Beispiele, die man jetzt auch schon gelesen hat, so zum Teil, besagen, Auto gar nicht mehr restaurieren, sondern nur konservieren. Für mich ist jetzt da wird natürlich auch die Oldtimer-Szene unruhig, weil bedeutet das jetzt, dass die Oldtimer-Fahrer dann bald ihre Fahrzeuge nicht mehr fahren können? Also grundsätzlich ist es mal so, dass jeder Besitz eines Oldtimers mit seinem Fahrzeug machen kann, was er will. Es ist sein Eigentum. Es muss keiner Angst haben, dass er das Fahrzeug jetzt, nur weil es jetzt in einem schlechten Zustand ist, nicht mehr fahren kann oder in einem zu guten Zustand dann oder top restauriert ist, nicht mehr der Charta von Turin entspricht. Also das ist ganz wichtig, das mal klarzustellen, dass das nicht gewollt ist. Die Charta von Turin ist ja, und das wurde ja bereits richtig angerissen, die Charta von Turin ist ja weder eine Verordnung noch gar ein Gesetz oder etwas, woran man sich halten muss, sondern es gibt ja den Leuten nur gewisse Leitplanken, innerhalb derer sie sich bewegen können, wenn sie möchten. Ja, es hat niemand Nachteile zu befürchten, wenn er sich nicht daran hält. Denn man muss ganz klar sehen, die Definition letzten Endes, was als Oldtimer anerkannt wird, in welcher Form und in welchem Erhaltungszustand, das bleibt ja immer noch den jeweils nationalen Überwachungsorganisationen oder in letzter Konsequenz dem Gesetzgeber, dem nationalen Gesetzgeber überlassen. Hier geht es nur darum, eine Klammer zu finden in diesem, wie ich es vorher gesagt hatte, dieses Spannungsfeld zu sagen, welcher Erhaltungszustand, also wie weit können wir gehen, damit das Fahrzeug nicht als Abfall, ja, ganz übertrieben gesagt, als Schrott nachher angesehen wird, sondern wo kann man sagen und abgrenzen, das dokumentiert noch immer die Geschichte des Fahrzeugs. Ja? Auch in diesem Erhaltungszustand, wie wir es beispielsweise bei diesem Alfa Romeo haben. Dieser Alfa Romeo Vorkriegswagen ist in einem bestechenden Erhaltungszustand, aber von einem Neuzustand natürlich weit entfernt. Trotzdem sieht man ihm die Spuren des langen Lebens an. Und genau das ist das, was es gilt zu erhalten. Die Historie, die Geschichte dahinter. Deswegen ist die Charta von Turin auch das, was man vielleicht da unter einer gewissen Ethik zusammenfassen kann. Ja, nicht unbedingt die harten Fakten, sondern es soll auch etwas Ethisches nachher sein. Jetzt haben wir ja auch das andere Beispiel gehabt, den BMW, der ja nun seine knapp 40 Jahre in der Sonne Südfrankreichs verbracht hat und auf der Wiese. Jetzt gibt es natürlich Meinungen, der muss so belassen werden. Es gibt Meinungen, nein, den muss man jetzt komplett überholen. Ein Aspekt ist natürlich dabei, das, was mich natürlich auch interessiert, jetzt selber, hat man so ein Fahrzeug,
und will es erhalten. Was ist mit der Technik? Die Technik kann ja nun nicht in der Form in seiner Originalität bleiben, weil sie erstens natürlich auch, was die Bremsen anbelangt, nicht mehr sicherheitskonform ist. Schweller oder tragende Teile können nicht einfach durchgerostet sein, weil dann kann ich das Fahrzeug definitiv nicht mehr fahren. Natürlich haben wir jetzt auch gehört, jedem bleibt überlassen, wie er es selber macht. Natürlich soll ja die Charta von Turin auch ein bisschen ein Leitfaden sein, ein Auto so weit zu erhalten, damit natürlich auch der Wert erhalten wird, weil die Tendenz geht ja nun auch immer mehr dahin, dass ein original erhaltenes Fahrzeug in der Wertsteigerung wesentlich mehr anzieht als jetzt diese Hochglanz aufbereiteten Fahrzeuge. Und natürlich auch der handwerkliche Aspekt oder der Erhaltungsaspekt, Original-Lack, Zurückführung oder den Erhalt der Teile, soweit zu erhalten, dass nicht neue Teile angebaut werden, die eventuell aus China stammen. Wie ist das gesteuert? Also wie ist das angedacht? Technischer Aspekt ist ganz klar, wenn man das Fahrzeug fahren will auf der Straße mit regulärer Zulassung und TÜV, muss man Teile, sicherheitsrelevante Teile auch austauschen. Das ist ganz klar. Man sollte aber dann doch überlegen, ob man die Teile bei so einem Fahrzeug wie in dem Fall, das erst 8000 Kilometer hat, wo wirklich noch die Originalbremsscheiben drauf sind, die kann man dann, sollte man dann schon aufgeben. Das ist durchaus ein Aspekt, den man dann auch als Privatmann betrachten sollte. Wichtig ist auch noch, und das habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen im Gespräch vorher, dass man, wenn man so ein Fahrzeug hat mit so einer Geschichte, die auch dokumentiert ist, dass man da auch alle Unterlagen dazu, die man hat, das kann bis zur Tankbildung gehen, das kann alles sein, was man denn so findet, auch im Handschuhfach oder unter den Sitzen, dass man solche Dinge auch aufhebt. Das ist oft so leider, dass das irgendwann mal, oder früher war die Ansicht, das ist unwichtig, diese Unterlagen braucht man nicht, die braucht man nicht aufheben. Mittlerweile denken wir, auch in der Charta von Turin ist das auch in einem Absatz reingeschrieben worden, dass man solche Unterlagen auf jeden Fall als zum Fahrzeug gehörig aufheben sollte und dann ganz wichtig auch weitergeben sollte, später an den nächsten Besitzer. Man ist ja nur immer für einen gewissen Zeitraum, also einen gewissen Zeitraum der Besitzer des Fahrzeugs oder der Caretaker, wie man sagt in Amerika. Das ist ein ganz zentraler Aspekt auch. Was ja im Prinzip auch zu der Kulturförderung des Fahrzeugs dient, also oder Kulturerhalt. Weil wir reden ja jetzt im Prinzip bei dem Fahrzeug zwar über ein Nutzobjekt, was ja auch ganz wichtig ist, dieses Nutzobjekt zu fahren, weil heißt der Fahrzeug und nicht Stehzeug. Mhm. Und auf der anderen Seite ist der ganze Kulturaspekt ja auch, und das finde ich wiederum gut an der Charta von Turin, dass ich das jetzt auch ein bisschen übergreifend ist. Also mir wäre es sogar noch recht, wenn es noch weiter übergreifen würde. Man sagt, wenn man Musikbänder drin findet, hebt man sie auf. Wenn wir Zeitschriften drin finden, heben wir sie auf. Wenn man Bücher drin findet, hebt man sie auf. Weil ja das eigentlich im Prinzip alles ein Zeitzeuge einer Kulturära ist. Und so soll ja auch das Fahrzeug quasi eigentlich als Zeitzeuge erhalten bleiben. Also so verstehe ich jetzt diese Charta von Turin, dass man jetzt weitergeht und nicht nur sagt, es ist ein H-Kennzeichenwürdiges Teil, sondern wie es auch bei den Bauwerken ist, möglichst wenig verändern, möglichst die Fassade belassen. Eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Bauwerke, Fassade belassen, innen neu aufbauen und modernisieren. Wärmedämmung, bessere Wohnungs reinbauen, aber die Fassade bleibt im Prinzip das Angekratzte, was es halt war. Wobei die Vergleiche durchaus Unterschiede aufweisen. Also bei einem historischen Fahrzeug sollte der Ursprungscharakter des Fahrzeugs erhalten bleiben. Also wenn ich jetzt das Gebäude nehme, ich kann selbstverständlich ein Gebäude nehmen, die Fassade soweit erhalten, nehmen wir ein Fachwerkhaus. Aber niemand wird in jedem Raum einen Bollerofen drin haben oder haben wollen, ja? Sondern es wird dann aufgerüstet mit einer modernen Zentralheizung, Gasbrennwert, was es halt so gibt, dann vielleicht Wärmeverglasung etc. Das haben wir ja, das möchten wir im Grunde genommen mit der Charta nicht übertragen auf die Fahrzeuge, denn das würde ja sonst bedeuten, wir nehmen das Fahrzeug. Der Klassiker sind 6-Volt-Fahrzeuge und rüsten die auf 12 Volt um, weil das einfach heute Stand der Technik ist. Ja. Wir rüsten
Scheibenbremsen nach, wenn wir Trommelbremsen haben etc. Also ich sage mal, diese Anpassung an den heutigen technischen Stand, der ist nicht gewollt. Sondern das Fahrzeug soll ja eben den Stand seiner Epoche widerspiegeln. Und deswegen... Also auch die Fahrdynamik und die Anstrengung, die teilweise jetzt ein großer Bentley mit sich bringt. Richtig, absolut. Und dazu, also idealerweise ist bei der Instandsetzung oder Reparatur, je nachdem was es nennen mag, vielleicht auch Restaurierung, die ja sehr, sehr weit führt, die sehr weit ins Fahrzeug eingreift, aber man sagt, man kann, wie man denn bei dem Alpha zum Beispiel, man sagt, man konserviert und man hat eine Technik, die nicht mehr ganz funktionsfähig ist, dann gibt es auch heute die Möglichkeit, nach dem Stand der damaligen Technik diese Teile entweder zu reproduzieren mit den Materialien, die es damals zur Verfügung gab, oder eben, wenn wirklich gar nichts mehr hilft, dann vielleicht, je nachdem, gut, da kommt es auf die Wertigkeit des Fahrzeugs drauf an, vielleicht auch ein entsprechendes Teil einfach individuell nachfertigen zu lassen. Ja. Aber grundsätzlich gilt ja, der Gedanke der Charta besagt, das Fahrzeug soll diese Epoche widerspiegeln, in dem es einfach gebaut wurde. Und dazu gehören eben dann vielleicht Seilzugbremsen eben zu einem bestimmten Fahrzeugtyp. Ja, auf der anderen Seite muss man Ihnen auch sagen, gerade jetzt die Bremstechnik, deren heutige Verkehr ist natürlich anders als in den 20er Jahren. Und also meine persönliche Meinung ist jetzt, in einer Bremstrommel sieht man nicht, ob die Bremsbacken aus modernem Material sind oder ob sie noch aus dem alten Bakelit sind oder aus dem Asbest, den sie damals verwendet haben. Weil ich glaube, in dem Hinblick ist es ja, da kommen wir jetzt wieder zu dieser Geschichte, kann ich mein Fahrzeug dann überhaupt noch fahren? Weil wenn ich jetzt diese alten Techniken drin lasse, in dem heutigen Verkehr, früher war es kein Problem, wenn das Fahrzeug 120 Meter Bremsweg hatte. Heute ist ein 120 Meter Bremsweg eigentlich nicht mehr ausführbar, weil der Sicherheitsabstand gar nicht, auch von den Verkehrsteilnehmern ja nicht mehr so wahrgenommen wird. Also wenn ich mit meinem Vorkriegsfahrzeug irgendwo auf der Landstraße fahre, bin ich für viele Autofahrer sowieso schon mal ein Hindernis und die Sicherheitsabstände halten sie ja so oder so nicht mehr ein. Also insofern glaube ich, dass man da schon auch die Möglichkeit sehen sollte, zumindest die Teile unsichtbar zu modernisieren. Also die Amerikaner gehen ja sogar so weit, dass sie bei den alten Fords Bremsscheiben in die Bremstrommeln mit einbauen, einfach aus Sicherheitsaspekten. Also die nicht sichtbar sind, außen die Bremstrommel bleibt original. Extrembeispiel natürlich, das von den Amerikanern, aber es ist so, man sollte zumindest versuchen, dann das Ganze wieder rückgrüßbar zu machen. Das ist aufheben, ganz klar. Aufheben. Das ist ganz klar. Ansonsten, Sicherheitsaspekt ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Jeder sollte auf jeden Fall sein Fahrzeug so im Straßenverkehr fahren können, dass es sicher ist. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir vieles gehört über die Charta von Turin. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, benötigen wir jetzt ein neues Berufsbild des Restaurators? Nicht ein komplett neues, würde ich sagen, aber noch eines dazu. Also das ist ganz sicher so, dass es einige Restauratoren geben wird, die sich in diesem Geschäftsfeld auch befassen werden in Zukunft. Es ist aber, wird aber weiterhin genug Arbeit auch da sein für die anderen Restauratoren, das ist auch ganz klar, weil es gibt auch genug Autos, die sind schon mal restauriert worden in den 80er, 90er Jahren, die durchaus auch beliebig oft wieder mal restauriert werden könnten. Dann. Da ist dann eh schon mehr oder weniger, wenn man so salopp sagen will, egal. Aber stoßen wir da jetzt nicht auch noch an auf ein Problem? Dass wir haben schon das Problem, dass wir die normalen Restauratoren nicht mehr finden. Und jetzt plötzlich haben wir ein neues Berufsbild. Wer bildet diese Menschen aus? Deswegen ist es ja unerlässlich, dieses Wissen, das es sicherlich noch in Betrieben gibt, in Form von älteren Meistern und älteren Fachleuten, dieses Wissen einfach weiterzugeben. Das bedeutet, jede Werkstatt oder jeder Restaurierungsbetrieb, der über diese Ressource noch verfügt, müsste bereits dann aus eigenem Interesse und eigenem Antrieb da interessiert sein, dieses Wissen auch an jüngere Generationen weiterzugeben, damit eben der Blickwinkel der bisherigen Restaurierungsheranweise sich etwas wandelt. Denn ich glaube nicht, dass die heutigen Restaurateure nicht in der Lage wären, das zu machen. Sie wurden bisher nur noch nicht damit konfrontiert, denn der Kunde gibt ja vor, was er haben möchte. Und wenn der Kunde natürlich sagt,
ich möchte gerne dieses Fahrzeug komplett neu aufbereitet haben, dann soll der Kunde bekommen, wofür er bezahlt. Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es auch heute noch Lackierer gibt, die an so ein Thema auch behutsam rangehen können, die vielleicht auch selber ihren Blickwinkel schulen können, ja, vielleicht sich auch weiterbilden lassen können, vielleicht bei irgendwelchen Institutionen, die sowas auch anbieten. Ja. Vielleicht gibt es auch Restaurateure, die so etwas bereits durchführen, bei denen man zum Beispiel Kurse belegen könnte oder Ähnliches. Ja. Das kann ich natürlich jetzt nicht abschätzen, weil ich den Markt nicht kenne. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so etwas in Zukunft aus der Szene, also aus der Restaurierungsszene selber herauskommt. Aber der Restaurator hat ja eigentlich auch im Prinzip, ich sage jetzt mal, eine Aufklärungspflicht, und die sollte ja auch ein bisschen geschult werden, dass sie den Kunden, selbst wenn er kommt und sagt, ich will ein völlig neu aufgebautes Fahrzeug, besser als Auslieferungszustand, was ja nun heutzutage viele, viele Fahrzeuge sind. Also ich sage jetzt nur die E-Types, die man sieht, wenn man originale E-Types gesehen hat, Spaltmaß war definitiv nicht Englisch, also oder British, sondern British war, wir bauen das Auto zusammen und es hält. Hat da nicht der Restaurator letztendlich auch am Ende jetzt zukünftig ein bisschen so die Pflicht, den Kunden ein bisschen heranzuführen und zu sagen, nee, überlegen Sie sich lieber mal, wie wir das Auto, ich sage mal, sanft restaurieren? Ganz sicher hat er die. Und es ist aber immer noch so, ich habe neulich, vorige Woche, mit einem bekannten Restaurator aus Ostdeutschland gesprochen, der hat ganz einfach gesagt, der Kunde ist immer noch König. Also wenn der das so will, dann ist das einfach so, dann kann er ja auch nichts machen. Das ist immerhin sein Geschäft, das ist ganz klar. Aber ganz klar, das sind erste Schritte, sind auch zu erkennen in der Restaurantszene, dass die eben auch sagen, okay, lieber Herr Kunde, das Fahrzeug, was Sie haben, ist noch in so einem bestechend guten Originalzustand. Das wäre doch schade, wenn man das jetzt komplett durchrestauriert. Wir haben natürlich auch die ganz anderen Extreme. Es gibt ja schon Restauratoren, die solche Fahrzeuge übernehmen, also, und sie halt wirklich überhaupt nicht restaurieren, sondern nur einen Zustandskonservierungsprozess durchmachen. Das sind ja letztendlich dann eigentlich Museumsfahrzeuge. Also ergänzend zu dem, was Herr Thoma noch gesagt hat, ich bin sicher, dass der Restaurator in Zukunft eine gewisse Beratungsfunktion übernehmen wird. Denn es ist ja, wenn der Restaurator sich zum Beispiel an die Charta anlehnen möchte oder bereits so etwas ihm im Kopf vorschwebt, wie er seinen Betrieb vielleicht in Zukunft mit ausrichten möchte oder, sagen wir mal, sowas mit anbieten möchte, ja, dass er sagt, ich möchte meinen Kunden zusätzlich anbieten, sie können diesen besser als neuen Zustand selbstverständlich haben, nach wie vor, aber ich möchte mein Spektrum erweitern, dann führt natürlich an der Beratung kein Weg dann vorbei, und ich finde, er wäre gut beraten, wenn er das auch tut, um einfach in Zukunft diese originale Substanz, die es ja noch zweifellos ja auch gibt, einfach auch zu erhalten. Dann, um überzuleiten zu dem Thema Konservierung. Ja, die Konservierung kann durchaus ein Mittel der Wahl sein, immer dann, wenn das Fahrzeug auch in einem konservierungswürdigen Zustand ist. Da tritt die Patina natürlich ganz stark in den Vordergrund. Ist das Fahrzeug tatsächlich patiniert oder grenzt das Fahrzeug bereits an den Verfall? Ja? Also wir möchten natürlich, also es liegt nicht im Sinne der Charta, einen Verfall zu erhalten. Ja? Beim Verfall ist die Substanz ja selber auch schon zerstört. Also wenn Sie Rostlöcher haben, dann ist da nichts mehr, was Sie erhalten können. Also ist da die Substanz schon weg. Aber wenn es möglich ist, Substanz zu erhalten und das wieder in das Bild harmonisch einzufügen, durch eine entsprechende Beilackierung, die sich dann einfügt, an dem Beispiel dieser neuen Klasse zum Beispiel, ja, wo man sagt, es gibt hier Passagen, das Fahrzeug muss nicht durchrestauriert werden, äußerlich, sondern man korrigiert am Radlauf hinten beispielsweise, man korrigiert an der A-Säule und fügt dann praktisch den Lack so ein, dass er sich harmonisch einfügt, dann ist das natürlich ein Ansatz, den wir durchaus befürworten, selbstverständlich. Denn ich erhalte ja so viel Originalsubstanz des Fahrzeugs wie möglich, und das soll ja auch Ziel der Charta letzten Endes sein. Wir müssen natürlich den Leuten auch
Also ich glaube, man muss sehr deutlich sagen, eine Restauration im Sinne der Charta von Turin ist natürlich wesentlich aufwendiger. Und dazu müssen wir beinahe schon das Handbuch oder das Glossar zur Charta abwarten, in Anführungsstrichen. Denn die Restaurierung ist für unsere Begriffe so, also die Ultima Ratio. Ja? Denn vorher kommt noch Pflege, Erhalt, Konservierung etc. Oder Reparatur sogar. Die Restaurierung ist wirklich das allerletzte Glied in der Kette, wo man sagt, jetzt geht gar nichts mehr. Wir erhalten, also wir können diesen Zustand des Fahrzeugs weder durch Pflegemaßnahmen erhalten, noch konservieren in dem Zustand, in dem vielleicht beklagenswerten Zustand, in dem es sich befindet, noch reichen Reparaturmaßnahmen, sondern jetzt muss ich restaurieren. Und für uns bedeutet die Restaurierung wirklich wesentliche Teile des Fahrzeugs zu ersetzen. Also da ungeachtet dann der Originalsubstanz, da gehen wir dann wirklich drüber hinweg. Und dann sind wir vielleicht oder wahrscheinlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei diesem besser als Neuzustand, weil vorher keine Möglichkeit mehr besteht, da irgendwas noch zu halten. Abschließende Frage, wenn ich mich wirklich informieren möchte über die Charta von Turin, gibt es da irgendwie einen Leitfaden oder ein... Ja, also den noch nicht, aber den Leitfaden wird es geben. Die Kulturkommission wird sich das nächste Mal im Mai, glaube ich, wenn wir den nächsten Termin treffen und werden da an dem Leitfaden weiterarbeiten. Wann der dann veröffentlicht wird, das wüsste, da gibt es auch keinen letzten Termin jetzt, oder? Also es gibt keinen endgültigen Termin zur Veröffentlichung des Leitfadens. Wir möchten aber versuchen, bis gegen November, wenn die nächste Hauptversammlung der FIWA stattfindet, da bereits relativ konkrete Ergebnisse zu präsentieren. Ich wage jedoch zu bezweifeln, dass wir bis dahin den kompletten Themenkomplex abgearbeitet haben. Also das heißt, das Handbuch wird sicherlich noch etwas auf sich warten lassen, aber so, ich sage mal, belastbare Zwischenergebnisse wird man sicherlich bringen können.